Mit diesem Video könnt ihr prüfen, ob ihr klassische Klausurfragen zum Phondiagramm beantworten könnt. Wenn ihr gerade nicht so ganz wisst, was es mit dem Diagramm auf sich hat, solltet ihr zuerst das Erklärvideo hierzu anschauen. Hier ist die erste Aussage, die ihr auf ihre Richtigkeit prüfen sollt. Ich werde in 10 Sekunden hierzu die Auflösung geben, das heißt, pausiert das Video an der Stelle und dann schauen wir uns gemeinsam die Lösung an. Also die Aussage 1 ist korrekt, das können wir auch ganz leicht prüfen anhand des Diagramms. Wir haben einen Ton mit der Frequenz von 10 kHz und einem Schalldruckpegel von 80 Dezibel. Und dann landen wir hier auf der 80 Phonisophone. Das heißt, wir nehmen diesen Ton mit der subjektiven Lautheit von 80 Phon wahr. Kommen wir zur zweiten Aussage, die ihr prüfen sollt. Auch hier könnt ihr das Video wieder pausieren und ich werde in wenigen Sekunden die Auflösung geben. Auch die Aussage 2 ist korrekt. Auch das prüfen wir wieder. Hier hat sich eine Falle eingeschlichen und zwar haben wir hier eine Angabe von 50 Hertz und im Diagramm ist ja Kilohertz angegeben. Das heißt, 50 Hertz entsprechen 0,05 Kilohertz. So, und der erste Ton hat die Frequenz, wie gesagt, von 0,05 kHz und einem Schalldruckpegel von 50 Dezibel. Dann verbinden wir die Linien und kommen auf der violetten 20-Phon-Isophon-Linie raus. Und die Frage ist, ob dieser Ton subjektiv genauso laut wahrgenommen wird wie ein Ton mit einem Schalldruckpegel von 20 Dezibel und einer Frequenz von 1 kHz. Auch das verbinden wir wieder. Und auch hier kommen wir auf der 20-Phon-Linie raus. Das heißt, beide Töne nehmen wir subjektiv gleich laut wahr mit der Lautstärke 20 Phon. Wer beim Erklärvideo gut aufgepasst hat, der weiß, dass wir diesen letzten Ton gar nicht anhand des Diagramms hätten prüfen müssen. Da wir wissen, dass per Definition bei 1 Kilohertz oder 1000 Hertz der Schalldruckpegel immer der Phonanzahl entspricht, das können wir uns hier anhand des Diagramms nochmal klar machen. Bei einer Frequenz von 1 Kilohertz oder 1000 Hertz und einem Schalldruckpegel von 100 nehmen wir es mit der subjektiven Lautstärke 100 Phon wahr. Bei einer Frequenz von 1 Kilohertz und 80 Dezibel nehmen wir es mit der subjektiven Lautstärke von 80 Phon wahr und so weiter. Ihr merkt schon, das Prinzip ist immer das gleiche und ist an sich nicht sonderlich schwer. Wenn ihr die Fragen hier beantworten konntet, dann braucht ihr euch zu eurer Klausur hierzu keine Sorgen zu machen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören, würde mich freuen, wenn ihr uns ein Feedback gibt und unseren Kanal abonniert. Und wünsche euch viel Erfolg für die Prüfung. Bis dann!